Hallo, mein Name ist Dominik Boll. Ich bin Elektromeister aus Lauchringen. Heute zeige ich Ihnen, wie man mit der Wärmebildkamera Testo 870 schnell und effektiv Photovoltaik- und Schaltanlagen überprüft. Wir sehen hier ein defektes Modul mit einem Steinschlag. Der Steinschlag ist nicht das Problem bei diesem Modul. Wir sehen hier eine defekte Zelle, einen sogenannten Hotspot. Die anderen Zellen haben eine Temperatur von 25 Grad. Diese weist eine von 75 Grad auf. In dem Zug würde man das ganze Modul austauschen. Hier überprüfe ich eine Modulanschlussdose. Auf dem Bild sehe ich, dass alles in Ordnung ist. Auf dem Dach haben wir jetzt alles überprüft. Wir gehen jetzt runter zu den Wechselrichter und überprüfen diese. Hier überprüfe ich die Temperatur der Wechselrichter und der Zuleitungen. Auf dem Bild sehe ich, dass alles in Ordnung ist. Hier überprüfe ich den Unterverteiler der Wechselrichter. Die eine Sicherung der Wechselrichter weist eine Temperatur von über 60 Grad auf. Dies muss beobachtet werden. Jetzt gehe ich hoch und überprüfe den Zählerschrank der Photovoltaikanlage. Hier überprüfe ich jetzt die Anschlüsse des Schützers. Diese liegen bei 33 Grad. Hier ist alles in Ordnung. Die Temperatur der Hauptsicherung liegen bei 35 Grad. Auch hier ist alles in Ordnung. Wir sind nun hier fertig. Nun zeige ich Ihnen, wie man mit der Testo 870 größere Schaltanlagen überprüft. Dazu fahren wir zur Firma Hago, einem Automobilzulieferer. Hier überprüfe ich den Schaltschrank der 800-Tonnen-Presse bei der Firma Hago. Dies machen wir regelmäßig, um potenzielle Störquellen zu finden. Hier überprüfe ich einen Trafo. Er hat eine Temperatur von 65 Grad. Bei der letzten Messung hatte er dieselbe Temperatur, von dem her ist alles in Ordnung. Hier überprüfe ich einen Schütz. Dieser hat eine Temperatur von 53 Grad. Das ist vollkommen okay. Er ist einphasig angeschlossen, daher kommt die höhere Temperatur zustande. Der Motorschutzschalter hat auf der Abgangsseite eine Temperatur von 56 Grad. Das muss weiterhin beobachtet werden. Dieser Schütz hat eine Temperatur von 60 Grad. Hier ist es zu empfehlen, den Schütz auf Abstand zu setzen, damit er besser gekühlt wird. Wie Sie gesehen haben, kann ich mit der Wärmebildkamera Testo 870 schnell und präzise Schaltanlagen und Photovoltaikanlagen überprüfen. Das erhöht die Effizienz meiner Arbeit und mein Kunde ist auch noch zufrieden.